Als ich vor 3 Jahren das Ende des Fernsehens in 5 Jahren vorausgesagt habe, da habe ich mich einerseits geirrt, aber andererseits auch nicht. Tatsächlich spielt online eine immer größere Rolle und wie beim Telefon droht irgendwann die Abschaltung der alten Technik. Die Verbreitung über Internet bietet allen Sendern wie Zuschauern so viele Vorteile, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann Satelliten, terrestrisches TV und Kabel-TV abgeschaltet werden. Aber wo habe ich mich dann geirrt? Jetzt in Klicks und Science and Fiction, herzlich willkommen. Anfang dieses Jahres geschah etwas, das den Fernsehfans die Augen geöffnet hat. Die Handball-Weltmeisterschaft wurde nämlich nicht im Fernsehen übertragen, sondern im Internet. Handball-Sponsor DKB, die Deutsche Kreditbank, sprang ein und übertrug die WM auf ihrer Webseite. Anders wäre eine Übertragung nämlich nicht möglich gewesen. Und jetzt kommt es aus technischen und lizenzrechtlichen Gründen. Sprich, eine Übertragung im Fernsehen war nicht möglich, weil dort die Lizenzbedingungen nicht eingehalten werden konnten. Jedenfalls im Free TV. Das ist nämlich über die Grenzen hinweg nicht nur in Deutschland empfangbar und die Lizenz gab es aber nur für Deutschland. Die ARD oder das ZDF hätten dafür ihr Programm verschlüsseln müssen. Unmöglich. Nur im Internet konnte gewährleistet werden, dass die WM auch nur in Deutschland empfangen werden kann. Über IP-Adressen ist ganz einfach zu ermitteln, wo die Zuschauer jeweils die Spiele sehen und so kann der Empfang exakt auf das Territorium begrenzt werden. TV kann das nicht. Eine veraltete Technologie. Und wer hätte gedacht, dass hier die alte Technologie an ihre Grenzen stößt? Im wahrsten Sinne des Wortes. Nur IP-Technologie, also die protokollierte Übertragung der Daten, ist dazu in der Lage. Das Fernsehen, wohlgemerkt als Technologie, wird so schneller ausgedient haben, als wir bisher angenommen haben. Denn durch die immer aggressiver verteidigten Lizenzen und Erlösmodelle werden solche Gebietsschutzfragen immer wichtiger. Und noch etwas wird Fernsehen das Leben schwer machen. Genau die Programme, die davon betroffen sind, Live-Events und Sportübertragungen, profitieren von der IP-Technologie. Nur hier können total flexibel, ohne jede Einschränkung zusätzliche Daten, Videostreams und so weiter übertragen werden. Ein fantastischer Mehrwert, den Fernsehen nicht bieten kann. Zudem sind im Netz die technischen Entwicklungen viel schneller. Hier gibt es bereits 4K, 360 Grad und so weiter. Ob es das noch über herkömmliche TV-Technologie geben wird? Höchst fraglich. Und inzwischen zeigt es sich auch in den Daten der Fernsehnutzung, der Zenit ist überschritten. Bis 2010 ging die tägliche Sehdauer im TV immer weiter nach oben, bis zu 223 Minuten täglich, fast 4 Stunden im Schnitt. Seitdem passierte aber nichts mehr und es wächst nur noch die Internetnutzung im letzten Jahr so stark wie nie. In der jungen Zielgruppe von 14 bis 29 Jahren ist die Reichweite im Internet inzwischen höher als im Fernsehen. Es steht schon 51-46%. Das heißt, mit Online-Video werden 51% der jungen Zuschauer täglich erreicht, mit dem Fernsehen nur noch 46%. Letzte Woche war ich auf dem Panel des Web-TV-Monitors der BLM, der Bayerischen Landeszentrale für Medien, zu Gast und auch hier zeigte sich, es kommt etwas in Bewegung. Immer professionellere Angebote erreichen im Netz immer mehr Zuschauer. Hinzu kommen die geänderten Werberichtlinien auf YouTube. Trash wird immer öfter ausgeklammert und hochwertige Inhalte erzielen deutlich höhere Einnahmen. Schon 2010 hatte ich das damals beim YouTube Video Advisory Board gefordert. Erst jetzt, 2017, wurde es in die Tat umgesetzt. Und das erst, nachdem sich die Werbeindustrie beschwert hatte. Zwar leiden jetzt hier auch tolle und renommierte Angebote und YouTube muss hier unbedingt noch nachjustieren, aber generell ist die Entwicklung in die Richtung Qualität eine gute. Wenn sich Trash nicht mehr rechnet, wird er verschwinden und qualitativ gute Programme haben bessere Chancen. Es ist eine vielversprechende Entwicklung im Bereich Online-Video. Ach ja, und wobei ich mich geirrt habe, auf der anderen Seite wird Fernsehen noch lange leben und die Sehdauer wird nur langsam nach unten gehen. Die Generation Fernsehen wird nämlich immer älter und sieht immer mehr Fernsehen. Die 90-Jährigen, die 10 Stunden am Tag Fernsehen, werden noch lange für eine ordentliche durchschnittliche Sehdauer sorgen. Über die neuen Chancen von Online-Video spreche ich übrigens morgen auf der B3 Biennale in Frankfurt auf dem Panel Neue Plattformen, neue Formate, neues Geld. Für weitere Infos hier klicken. Um 11.15 Uhr geht es los. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Und hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, die Schule der Zukunft. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.